Gottes ist ein Erbarmnis, ist barmherzig. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Friede und Heil sein auf Ihnen allen. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserer heutigen Dialogveranstaltung im ICTB. Nochmal vielen Dank auch für das ICTB für die nette Einladung. Es ist schön, viele neue, aber auch bekannte Gesichter zu sehen. Und vielleicht ganz kurz nur zu mir. Mein Name ist Ferry Theiler, ich bin Imam in mehreren Moscheegemeinden. Unter anderem habe ich auch hier einige Aktivitäten. Vorhin hatte der Mohammed über den Donnerstagskreis gesprochen. Das ist schon eine alte Tradition. Wie lange geht die Szene jetzt schon mittlerweile? 15 Jahre. 15 Jahre. Seit 15 Jahren bin ich auch dabei. Das heißt, mit anderen Worten, das ist so eine Tradition, die wir hier eingeführt haben. Und jeden Donnerstag um 18 Uhr ist bekannt, dass es hier dann auch ein Unterricht, ein Islamunterricht in deutscher Sprache gibt. Aber ich bin auch in weiteren Moscheen aktiv als Imam. Also meine Hauptgemeinde ist in Spandau, die Taiba-Moschee, und aber auch die Salam-Moschee in Neukölln und auch das ZRFMG in Neukölln. Die beiden bin ich ebenfalls. Ja, solche gemeinsamen Iftare, der Begriff Iftar ist eigentlich schon fast ein deutscher Begriff, also gemeinsames Fastenbrechen hat mittlerweile in Deutschland Tradition. Ich will einfach mal behaupten, nicht nur in Berlin, sondern wirklich, es ist wirklich in Deutschland angekommen. Also man kann sich kaum noch einen Ramadan vorstellen, ohne dass man in irgendeiner Weise selbst als nicht-muslimischer Bürger zu einem Iftar angelangt wird. Entweder von einem Nachbarn oder vielleicht auch wie als Vertreter einer Behörde oder als Steuerberater, wie auch immer. Dann auch zu einem Iftar eingeladen. Alhamdulillah. Alhamdulillah, genau. Und das ist natürlich etwas sehr, sehr Schönes. Ich habe vor ein paar Tagen ein schönes Video zugeschickt bekommen aus dem Jahr 1963 auf TikTok. Ich glaube, in der Zeit hat das TikTok angekommen. Und da wurde, ich hätte es gerne vorgespielt, aber ich habe es nicht geschafft, vorher zuzuschicken. Es geht auch nur eine Minute. Das erste Eid al-Fitr-Gebet oder eines sozusagen der ersten Eid al-Fitr-Gebete, also Fastenbrechen-Gebete, wurden hier von, ich weiß nicht mehr welcher Sinne das war, ich glaube der WDR hat das damals aufgenommen und zu diesem Gebet kam sogar Willy Brandt damals und es war sehr, sehr schön zu sehen und in dem Bericht heißt es dann, die kleine muslimische Gemeinde, das sind 1000 Muslime in Berlin gewesen, 70 Konvertiten. Und es war noch etwas sehr Exotisches. Interessant ist, der Bericht auch durchweg positiv interessiert. Das hat man natürlich selten. Mittlerweile sind wir in einer Stadt mit über 300.000 Muslimen. Das ist unglaublich, wie sich das entwickelt hat. Von 1963 bis 2023, das sind, wenn ich will es nicht verrechnen, 60 Jahre. Und die Anzahl der Muslime hat sich, ich kann nicht gut rechnen, aber ich meine, es vervielfacht. Und Muslime sind mittlerweile, ich würde sagen, nach dem Protestantismus die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft in dieser Stadt. Und in diesem Fall ist es wichtig, dass man miteinander redet. Dass man was führt, dass man Dialog führt. Wir wissen selbst, wir haben es gerade von Mohammed gehört in seiner Präsentation. Es gibt viele Herausforderungen, gar keine Frage. Aber man kann Herausforderungen lösen, wenn man bereit ist, miteinander zu reden. Wenn man bereit ist, miteinander an einem Tisch zu sitzen, wenn man bereit ist, miteinander über diese Herausforderungen zu diskutieren und auch zu debattieren. Der Koran, das heilige Buch der Muslime, erfordert uns Muslime auf, diesen Dialog auch zu führen. Für uns Muslime ist Dialog auch mit anderen Religionsgemeinschaften, aber grundsätzlich der Dialog, auf Arabisch nennen wir das Hiwar, etwas Essentielles. Ohne den Hiwar, ohne den Dialog geht es nicht. Koran haben wir Stellen, wo wir. Also, das ist unser anderer Imam. Ich kann gleich mal. Da ist irgendwie was drin. Unser der Satan zu Wort. Also er kommt das Wort, er kann Gott eine Rede führen, er tritt mit Gott in den Dialog. Ich finde immer wieder unterschiedliche Passagen im Koran, wo Dialog geführt wird. Und im Koran, er führt auch ganz konkret Dialog mit den anderen Religionsgemeinschaften. Er spricht sie direkt an, eine sehr, sehr respektvolle Weise aus koranischer Perspektive. Und zwar er nennt sie Ahl al-Kitab, die
die Leute der Schrift. Das ist eine Anerkennung, dass sie eine lange Tradition haben. Dann sind die Juden und die Christen in erster Linie gemeint. Menschen, die vorher schon eine Schrift bekommen hatten. Lange, bevor die Muslime überhaupt existiert haben, bevor es den Islam gab, gab es schon Traditionen, christliche Traditionen. Davor die jahrtausendalte jüdische Tradition. Der Koran spricht das an. Er ruft sie auch, ja, Ahl al-Kitab. O Leute der Schrift, o Leute dieser langen Tradition. Er verwendet nicht das Wort, o ihr Ungläubigen. Es gibt auch Passagen im Koran, wo das Wort verwendet wird, keine Frage, aber in einem ganz anderen Kontext. Aber wenn es um den Dialog geht, verwendet der Koran immer Worte, welche dem anderen Respekt zeigen. Welche den anderen nicht diskriminieren, erniedrigen und das Gefühl geben, er sei weniger wert als wir Muslime, sondern welche ihm zeigen, du hast einen Wert. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass der Koran das von uns Muslimen verlangt. Und wenn wir als Muslime Dialog führen, tun wir das auch genau mit dieser Intention, genau mit dieser Absicht. Wir wollen auf Augenhöhe miteinander reden. Der Koran, er fordert uns sogar direkt dazu auf. Es ist nicht nur einfach, dass jetzt es einige Stellen im Koran gibt, wo mit den Leuten der Schrift diskutiert, debattiert oder auch Dialog geführt wird. Nein, nein, es gibt eine ganz klare Aufforderung. Wir haben die Suche, die Stimme. Zum Interessant vielleicht auch für unsere nicht-muslimischen Gäste, dass es viele Suchen im Koran gibt, welche nach Zeichen wurden, Biene, Spinne, Kuh, etc. Und in dieser Suche heißt es wie folgt. Ich zitiere kurz auf Arabisch und ich übersetze dann ins Deutsche. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Und diskutiert, debattiert mit den Leuten der Schrift, nur in bester Weise. Nun was? In bester Weise. Außer jene, welche euch Unrecht tun. Die wird auch noch eine Grenze aufgezogen, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Weil es gibt Menschen, mit denen kann man schwer Dialog führen. Und zwar auf allen Seiten, sowohl auf muslimischer Seite als auch auf nicht-muslimischer Seite. Und das wissen sie. Aber es gibt Menschen, mit denen kann man Dialog führen. Und mit denen muss man auch Dialog führen, und zwar in bester Weise. Und interessant ist, dass der Mujadala, Mujadala ist eine Art auch Streit. Es ist ein Streitgespräch, kann auch ein Streitgespräch sein. Es gibt unterschiedliche Positionen zu bestimmten Fragen. Wir haben es gerade von Mohammed gehört, beispielsweise das Kopf-Neutralitätsgesetz. Sollen wir jetzt Lehrerinnen in Berlin, es geht ja in erster Linie für Berlin, Kopftuch unterrichten? So, da scheiden sich die Geister, das ist Diskussion und alle Debatten. Die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Da kann man auch drüber diskutieren und manchmal sogar auch Streitgespräche. Aber wichtig ist, man muss reden. Das ist wichtig. Man muss was? Man muss reden, man muss miteinander im Dialog bleiben. Weil sobald der Dialog abbricht, geschieht was? Man redet übereinander. Und die Rede übereinander ist äußerst gefährlich, weil sie endet meistens in der Hetze gegen den anderen. Und dann geht es weiter in diesem Ayah, in diesem Vers. Außer jenem gebe ich Unrecht. Und jetzt wollen wir was zu tun, Muslime. Wakul und Sa, das ist eine Aufforderung an uns Muslime. آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. Wir glauben an das, was auf uns herabgekommen ist, und an das, was auf euch herabgekommen ist. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Und euer Gott und unser Gott ist einer, und wir sind ihm alle ergeben. Ich finde diesen Vers wirklich bemerkenswert. Für diesen Vers wird gesprochen, weil er uns Muslimen aus der Linie etwas Wichtiges offen. Und zwar, Dialog bedeutet, und das ist das Ziel des Dialogs, Gemeinsamkeiten hervorzuheben, zu heben und die Unterschiede, so gut es geht, zu reduzieren. Gemeinsamkeiten hervorzuheben, auch zu sagen, es gibt viel mehr, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Und die Unterschiede, die es ebenfalls gibt, zu respektieren, aber nicht immer in den Vordergrund zu stellen. Was passiert aber meistens, wenn wir uns die Mediendebatte auch anschauen, über den Islam, die Muslime, Migranten, das wird ja alles häufig in einen Topf geworfen. Es wird genau das Gegenteil gemacht. Es werden die Unterschiede hervorgehoben. Die sind so anders. Die sind so unterschiedlich. Wir haben eine komplett andere Kultur.
Und genauso auch auf muslimische Kriege, ja auch heute. Ja, die Deutschen sind so anders. Wir werden uns niemals hier integrieren können. Ja, eigentlich müssten wir jederzeit auswandern, Diskussion, die es auch gibt, unter Muslimen, gar keine Frage. Und wenn ich von Muslimen spreche, spreche ich nicht immer vom religiösen Muslim. Von Muslimen ist es genauso wie Christen. Ich meine, wie viele Christen gehen wirklich in die Kirche? Mal Hand aufs Herz. Ja. Also wenn ich jetzt mal hier in die Runde fragen würde, ich mache das jetzt natürlich nicht, aber auch vielleicht unsere nicht-muslimischen Gäste, wann sie das letzte Mal in der Kirche waren. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen das schon Jahre zurückliegt, wenn überhaupt, gerade in einer eher religiösen Stadt abgelegen. Und genau das Gleiche geht auch für Muslime. Es gibt viele Muslime, die nur vom Namen her Muslime sind, aber mit Islam nicht viel zu tun haben. Und genau dasselbe. Und das ist die Gefahr, es wird dann übereinander geredet und es wird gehetzt gegen den anderen. Und dadurch spaltet sich die Gesellschaft und es entsteht eine Form von Radikalität auf allen Seiten. Und das pusht sich gegenseitig hoch und das merken wir momentan tagtäglich. Man braucht nur sich die Nachrichten anzuhören, man braucht sich nur die Titelseite der Bild anzuschauen und schon merkt man, wie man gegenseitig die einen gegen die anderen ausspielt. Und das Einzige, und das ist ein Geschäftsmodell, richtig genau, das ist ein wirkliches Geschäftsmodell, man kann damit gut Geld verdienen, gar keine Frage. Weil mit Frieden, mit Gemeinsamkeiten kann man kein Geld verdienen. Aber mit Schlagzeilen, ja, hat man Geld verdient, gar keine Frage. Mit Büchern, die, weiß ich nicht, eine bestimmte Gruppe als besonders radikal darstellen, kann man Geld verdienen. Als Islam-Experten darzustellen in der Öffentlichkeit kann man heutzutage sehr viel Geld verdienen. Das ist alles möglich, natürlich. Und das ist das Gefährliche. Und deswegen ist der Dialog so wichtig. Und deswegen darf auch der Dialog nicht abreißen. Und deswegen ist es die Aufgabe der Mittelbürger. Und ich würde einfach mal behaupten, dass die meisten von uns die Mitte der Gesellschaft darstellen. Das, was wir immer hören in den Medien, sind meistens nicht oder gehört meistens nicht zur Mitte. Das sind meistens Extrempositionen, aber die verbreiten sich relativ schnell. Man hat dann das Gefühl, wenn man sich das anschaut, oh, die gesamte Gesellschaft ist ja so. Nein, in der Regel ist es so, man lebt friedlich miteinander zusammen. Ich habe einen muslimischen Nachbarn, mit dem komme ich relativ gut klar. Sogar besser als bei einem nicht-muslimischen Nachbarn, wo auch gar kein Problem mit ihm. Der legt mich sogar zum Iftar ein. Ich habe eine christliche Nachbarin, ja, aber die schenken meinen Kindern zu Ostern was. Ja, ist doch schön. So funktioniert das. Und hier komme ich nochmal zu einem anderen wichtigen Aspekt, den ich einfach mal jetzt nochmal hier auch ausführen möchte. Und zwar, Dialog ist nicht nur so etwas, was wir jetzt gerade tun. Das ist eine wichtige Form von Dialog, dass wir uns gegenseitig einladen zu solchen Veranstaltungen. Aber Dialog muss auch gelebt werden. Und das ist auch nochmal eine Verantwortung eines jeden Einzelnen von uns. Wir müssen Dialog führen mit den Menschen in unserer Gesellschaft. Ich muss das mit meinem Nachbarn tun. Ich muss das mit meinen Kommilitonen an der Universität tun. Ich muss das auf Arbeit tun. Ich muss das tun in der Schule mit den anderen Eltern, meine Kinder in die Schule. Das ist der gelebte Dialog. Dann wird das, wie gesagt, gefährlich für einen Islam. Er lernt uns auch etwas anderes, sehr, sehr wichtig. Was auch leider, jetzt muss ich auch ganz offen sagen, viele Muslime, heutzutage auch manche religiöse Muslime, nicht verstanden haben. Und zwar, dass die Vielfalt unter den Menschen etwas Gottgewolltes ist. Was dann am jüngsten Tag geschieht, nach dem Tod, wenn man daran glaubt, die Muslime glauben daran, die Christen, die daran glauben, das ist eine Sache, die nicht viel zu entscheiden hat, Gott zu entscheiden. Wir sind glücklicherweise nicht Gott, die das zu entscheiden haben, sondern das ist eine Entscheidung von Gott zu treffen. Jeder von uns hat seine Überzeugung. Ich habe meine Überzeugung, Sie werden Ihre Überzeugung haben. Aber eines ist sicher, und das ist das, was der Koran an verschiedenen Stellen immer wieder betont. Und zwar, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Das ist einfach auf Arabisch, das ist ein koranisches Zitat. Wir haben ja noch andere Imame, die das bestätigen, dass ich nicht einfach mir irgendwas ausdenke. Und sie werden immer unterschiedlich werden. Immer. Es wird immer Unterschiede zwischen den Menschen geben. Das heißt mit anderen Worten, jemand, der versucht, die Menschen alle für einen Glauben, für eine Ideologie, für eine politische Überzeugung oder wie auch immer zu drängen, der muss scheitern. Ein Muslim, der glaubt, er könnte alle Menschen auf dieser Welt bekehren zum Islam, der muss scheitern, weil er sich nämlich gegen den göttlichen Willen, zumindest wie der Koran zum Ausdruck gebracht hat, denn das funktioniert nicht. Und
Das müssen wir verstehen. Wenn wir das verstanden haben, dann wird der Dialog uns auch leichter fallen. Weil dann werden wir die Menschen respektieren, so wie wir sind. Wir werden versuchen, Gemeinsamkeiten hervorzuheben zwischen den Menschen. Und, das ist noch viel wichtiger, es wird dazu führen, dass wir hoffentlich dann auch gemeinsam als Gesellschaft agieren können. Weil die Probleme, die wir hier haben in der Gesellschaft, und jede Gesellschaft hat ihre eigenen Herausforderungen, diese Probleme kann nicht eine Gruppe allein lösen. Das heißt, wenn wir Probleme mit Jugendlichen, vielleicht auch muslimischen Jugendlichen oder Jugendlichen, die einen Migrationshintergrund haben, in bestimmten Schulen haben, in bestimmten Kämpfen, ob es in Berlin ist oder in der Köln oder wie auch immer, dann ist das kein Problem der Muslime. Es ist auch kein Problem der Migranten. Es ist ein Problem der Berliner Gesellschaft. Es geht uns alles, auch unsere Kinder. Das sind nicht Kinder, die in Syrien ausgebrochen sind. Oder weiß nicht wo auf der Welt. Das sind Berliner Kinder, Berliner Jungs, Berliner Mädchen, die sind hier sozialisiert worden. Die Probleme, die sie haben, sind hausgemachte Probleme. Und wenn wir das nicht gemeinsam angehen, sondern die ganze Zeit immer nur auf den anderen zeigen, ihr seid schuld, weil der Islam so ist. Der Islam ist so, deswegen, das ist ein Problem, da, also wenn man Muslim ist, muss man diese Probleme haben. Wo ist der Lösungsansatz? Ist die Lösung, wir verbieten den Islam in Deutschland? Oder ist die Lösung, wir vertreiben jetzt alle, die muslimischen Hintergrund haben aus Deutschland? Was ist die Lösung? Wir haben nichts erreicht, außer dass wir die Gemüter erhitzt haben und einen gewissen Hass in der Gesellschaft geschürt haben. Nicht mehr und nicht weniger. Und hier ist es wichtig, an diesem Dialog festzuhalten. Gemeinsam versuchen, die Probleme anzugehen. Offen miteinander zu reden. Wir Muslime sind offen. Und wir sollten offen sein. Ich weiß, es gibt auch Muslime, die nicht offen sind, gar keine Frage. Aber zumindest versuchen wir in unseren Gemeinden offen zu sein. Und wir benennen auch die Probleme. Und wenn wir Probleme haben, die aus unserer Sicht hausgemacht sind, dann müssen wir das auch offen ansprechen. Und dann müssen wir auch darauf eingehen. Wenn in manchen, ich nehme mal Beispiele, das ist auch Beispiele, nicht so allgemein. Wenn manche